sie Bällchen klein und dabei Putzebär und groß. Und ich süß, voller Witz, das ist ihr Geheimrezept. Das Fräulein wird zwar klein, doch das ist nur Schein. Komm schon, ruf sie an und sie wird bei dir sein. Möchte noch jemand Apfelpunsch? Ja, bitte, Emily. Was ist dein Geheimnis? Er schmeckt so gut. Das ist ganz einfach. Man erhitzt Apfelpunsch mit etwas Orangenschale. Orangen, ach, die liebe ich. Ein ganz bisschen Zitronensaft dazu. den liebe ich. Eine Prise Zimt und meine Geheimzutat. Was ist das? Liebe Wünsche. Ich stelle mir vor, dass meine Freunde den Punsch genießen und irgendwie wird er dadurch besser. Oh, wenn wir ganz viel davon trinken, vielleicht fühlt er sich dann endlich wie Winter an. Also, kalt genug ist es ja schon, aber ein bisschen Schnee wäre nicht schlecht. Ich wünsche mir so sehr, dass es endlich schneit, dass ich manchmal glaube, es schon zu hören. Es schneit endlich! Ja! Bedeutet, dann können wir endlich Schneestiefel anziehen. Und besonders kuschelig warme Jacken. Gemütliche Kaminfeuer. Emilys Cranberry-Kekse. Und das Allerbeste, der Glimmerbeerenball. Oh, ich kann es kaum erwarten, alles für den Ball zu dekorieren. Der Esstisch kommt hier hin und darüber drapieren wir ein paar Luftschlangen. Und an diese Wand stellen wir ein paar Stühle. Flamini, ich glaube langsam, dass wir den Glimmerbeerenball dieses Jahr nicht hier im Café feiern können. Wieso denn nicht? Der heiße Punsch kommt schon. Entschuldigung, kann ich bitte durch? Weil Bitzi-Bärchenhausen gar nicht mehr so bitzi-klein ist. Das stimmt tatsächlich. Die Stadt ist ganz schön gewachsen seit letztem Winter. Hier ist nicht genug Platz. Aber wenn nicht hier, wo denn dann? Ich habe eine Idee. Wir teilen uns auf und suchen einen Ort mit mehr Platz. Und zwar überall und nirgendwo. Überall und nirgendwo? Na, hier und dort. Ah, großartig. Ein Abenteuer im Schnee. Das klingt lustig. Tolle Idee. Und, habt ihr einen anderen Platz für den Ball gefunden? Nein. Oh, ich auch nicht. Oh, na ja, ich habe einen tollen flachen Baumstumpf gefunden. Da ist ganz viel Platz, aber kein Schutz vor der Kälte. Dann könnten wir ja erfrieren oder uns erkälten oder mindestens, ganz schön zittern. Aber so einfach geben wir doch nicht auf. Wenn ihr euch aufgewärmt habt, suchen wir weiter. Und diesmal komme ich mit. Hey Mädels, ich habe den perfekten Platz gefunden. Kommt mit! Also, wie findet ihr den? Er ist perfekt für den Ball, oder? Ach, ich weiß nicht, Fläumeli. Wenn Leute auf die Äste klettern, können sie runterfallen und sich wehtun. Und wo stellen wir die Tische hin? Nein, nein. Ich meine hier drin. Oh. Warm, großzügig und sehr einladend. Das nenne ich perfekt. Herzlichen Glückwunsch, Fläumeli. Ja, das hast du super gemacht. Du hast Fläumeli es geschafft. Lebe hoch. Ich wusste, du findest etwas. Fläumeli, was hältst du davon, wenn du dich um die Organisation des Balls kümmerst? Du hast schließlich auch den perfekten Platz gefunden. Oh, lieben gern. Okay, mal sehen. Ich besorge das Geschirr, Becher, Servietten und Tischdecken. Emily, könntest du dich um die Party-Snacks kümmern? Aber natürlich. Okay, Himbeertörtchen und Orangella, würdet ihr mir beim Dekorieren helfen? Na klar. Oh ja. Was haltet ihr von Krepppapierluftschlangen, die wir hübsch an die Decke drapieren?
Krepppapier drapieren. Wird erledigt. Bonnie und Citronella, könnt ihr bitte so viele Glühwürmchen wie möglich besorgen, um die Halle zu erleuchten? Aber klar doch. Wir sind schon dabei. Himbeertörtchen und ich fangen auch schon mal an. Ich sollte auch besser sofort anfangen, wenn wir das in 2 Tagen alles schaffen wollen. Dankeschön für die Hilfe. Ich werde dafür sorgen, dass das der beste Glimmerbärenball wird, den es in Witzi-Bärchenhausen je gab. Das ist bärig schön, Mädels. Oh, sieht wirklich toll aus. Und das Allertollste ist, dass wir einen ganzen Tag früher fertig sind. Oh, das bedeutet, dass ich morgen noch Zeit habe, ein paar richtig schöne Tischdecken zu nähen. Und ich habe noch Zeit, die richtige Musik auszusuchen. Der Ball wird bestimmt super toll. Das stimmt schon, aber wir haben morgen trotzdem noch eine Menge zu erledigen. Lasst uns schlafen gehen und wir sehen uns morgen in aller Frühe wieder. Was in aller Welt ist denn hier passiert? Die Snacks sind verschwunden. Die Glühwürmchen sind alle weg. Oh, und die Luftschlangen und Tischdecken sind alle kaputt. Wenn das ein Scherz sein soll, ist er nicht witzig. Wer könnte denn so etwas tun? Keine Ahnung, aber das hier ist sehr kuschelig. Hier könnte ich sofort einschlafen. Wir haben jetzt keine Zeit zum Schlafen. Wir müssen alles nochmal machen und wieder ganz von vorne anfangen. Das schaffen wir schon. Wir haben noch einen Tag Zeit, um es wieder in Ordnung zu bringen. Na klar, und ich gehe schon mal los, um ein paar Glühwürmchen zu sammeln. Ich möchte wirklich gern wissen, wer so etwas tun würde. So etwas Gemeines. Zumindest niemand aus Witzi-Bärchenhausen. Ganz genau. Also jemand von außerhalb. Und ich werde herausfinden, wer. Und er oder sie wird mir Rede und Antwort stehen müssen. Plätzchen? Oh, du magst doch gar keine Cranberries. Plätzchen? Pass auf. Oh, wie soll ich Cranberry-Kekse machen, wenn du immer dabei bist? Ich hab dir doch gesagt, dass ich noch viel erledigen muss. Oh, komm schon, du verrückter kleiner Kerl. Wir spielen später zusammen, einverstanden? Huh? Emilys Café, ich hoffe, Sie haben einen bärig netten Tag. Hier spricht Emily. Oh, hi, Pfleumeli. Was? Aha. Ihr bleibt alle heute Nacht in dem Baum? Das ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass nochmal alles durcheinandergebracht wird. Das hört sich sehr lustig an. Vielleicht kann ich ja später dazukommen. Ich muss nur noch eine einzige Ladung Snacks machen. Oh, warte kurz. Plätzchen, los, geh. Und hol mir den Handschuh, ja, mein Kleiner? Ich mach die Cranberry-Kekse. Die liebt Bonnie ganz besonders. Oh, ich bin jetzt schon gespannt zu sehen, wie sehr sie sich darüber freuen wird. Plätzchen? Plätzchen, nein! Oh. Fleumeli, es sieht so aus, als könnte ich leider doch nicht zu euch kommen. Wieso? Lass es mich so ausdrücken, ich hatte kurz keine Kontrolle mehr. Viel Glück und viel Spaß. Bis morgen früh. Bye. Herrje, was ist denn nur in dich gefahren, du verrücktes kleines Plätzchen? Was ist? Ach so, du denkst, die Cranberry sei dein Ball. Kein Wunder, du dachtest also, ich würde deinen Lieblingsball kochen. Oh, es tut mir leid, dass ich dich nicht verstanden habe. Komm mit, wir suchen deinen Ball. Da ist er ja. Jetzt lässt du mich vielleicht meine Cranberry-Kekse zu Ende machen. Oh, und alles andere. Glaubst du denn, wir kriegen denjenigen? Oh, er oder sie wird bestimmt zurückkommen. Ich bin bestens vorbereitet. Hey, das blendet mich ganz schön. Hör auf. Oh, entschuldige. Ich muss schnell reagieren, wenn die Eindringlinge auftauchen. Fleumeli? Wenn es so hell ist, werden sie nicht herkommen. Oh, richtig.
Wie lange müssen wir denn noch warten? Dieser Boden hier ist ziemlich ungemütlich und hart. Ja, nicht gerade wie ein gemütliches Daunenbett. Hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir den Haufen Krepppapier von draußen wieder reinbringen? Ah, das war ein wirklich kuscheliges Bett. Gute Idee. Oh, ich weiß nicht, Mädels. Wir wollen doch versuchen, den Raum hier schön ordentlich zu halten. Keine Sorge, Fläumeli. Wir machen das morgen früh wieder sauber. Wirklich? Das ist sehr kuschelig. Total gemütlich. Aber wir müssen wachsam bleiben. Kein Problem. Wir bleiben wachsam und passen auf. Ganz ehrlich, Fläumeli, ich glaube nicht, dass sie noch mal wiederkommen werden. Was war denn das eben? Der Wind? Eine fallende Eiche? Eine wirklich große Schneeflocke? Bereit? Eins, zwei, drei! Ah! Oh, es sind nur zwei total süße Streifenhörnchen. Ach, sie sehen vielleicht süß aus, aber gemein sind sie trotzdem. Ich werde diesen Eindringlingen nicht erlauben, unseren Ball zu ruinieren. Hey, verschwindet von hier! Genau, so ist es richtig. Das hier ist unser Baum. Ja, wir haben es geschafft. Oh, können wir jetzt nach Hause? Ja, aber erst noch eine kleine Vorsichtsmaßnahme. So, das sollte diese Schelme daran hindern, reinzugehen. Jetzt können wir diesen Müllhaufen gegen unsere richtigen Betten eintauschen. Morgen ist ein großer Tag. Der Glimmerbärenball! Oh, ich bin schon super aufgeregt, euch alle in euren wunderhübschen Ballkleidern zu sehen. Die sind prächtakulär! Und ich habe eine neue Choreografie für uns ausgearbeitet. Und ich will eure Begeisterung hören für das leckere Essen, das wir heute serviert bekommen. Ja! Ja! Dankeschön. Und ich will eure Freude darüber hören, wie toll Fläumeli das alles geplant hat. Danke. Ich bin ja so froh, dass unsere Stadt heute Abend einen wunderbaren Glimmerbärenball feiern kann. Ja, der Raum sieht wirklich fantastisch aus. Das musst du sehen, Emily. Ich kann es kaum erwarten. Ich komme nach, wenn ich alles eingepackt habe. Okay, bis gleich. Oh nein, nicht schon wieder. Wer hat von unseren Snacks genascht? Und wer hat unsere Glühwürmchen verjagt? Und wer hat auf unseren Luftschlangen geschlafen? Sie sind immer noch hier? Ach so, ihr versucht unsere Party zu sabotieren, hä? Wacht auf! Wacht auf, ihr miesen Eindringlinge! Macht, dass ihr wegkommt! So. Jetzt sollten wir uns beeilen, das hier wieder aufzuräumen. Wir haben doch kaum noch Zeit. Was ist das? Das weiß ich nicht. Es klingt, als ob es auf uns zukommt. Oh, lasst uns vorsichtig. Vorsicht! Das können Sie doch nicht mit uns machen. Ich wurde noch niemals vorher so grässlich behandelt. Passt auf, Mädels, es wird Zeit, dass wir denen eine Lektion erteilen. Und ich werde die Lehrerin sein. Wir machen das. Hey! Jetzt
fühle ich mich wie Blaubeereis. Okay, Sie haben es nicht anders gewollt. Das sollte Ihnen zeigen, dass es kein Spaß ist, mich zu ärgern. Jetzt wollen wir mal sehen, wie Sie hier in unseren Glimmerbeerenballsaal noch mal eindringen. Nicht unsere schönen Ballkleider! Ihr kommt auf der Stelle und unverzüglich herunter. Habt ihr mich verstanden? Wer ist da? Hier sind Emily und Plätzchen. Was ist denn da drinnen los? Große galoppierende Gänsebeere, was ist passiert? Zwei ungezogene Streifenhörnchen haben andauernd unsere Dekoration kaputt gemacht. Und jetzt haben sie auch noch unsere Ballkleider gestohlen, nur um uns zu ärgern. Streifenhörnchen? Oh, das ist bärig seltsam. Das sind eigentlich eher schüchterne Tierchen. Es muss also einen Grund geben, warum sie rumstänkern. Oh, das haben sie gemacht? Hast du schon mal so etwas Gemeines gesehen? Einfach die Dekoration zu zerrupfen. Wir haben sie gefunden, als sie auf dem Haufen geschlafen haben. Und sie sind nicht die Einzigen. Himbeertörtchen wollte auch darauf schlafen. Das ist aber auch wirklich sehr kuschelig. Ja, da hast du recht. Oh, das ist also der Grund. Was ist der Grund, Emily? Die Streifenhörnchen sind nicht die Eindringlinge, sondern wir. Wir? Aha. Sie haben sich diesen Ort ausgesucht, um hier Winterschlaf zu halten. Und wahrscheinlich waren sie schon längst vor Pfläumeli hier. Aber wieso müssen sie uns jetzt unseren Glimmerbeerenball ruinieren? Gestern habe ich nicht verstanden, wieso Plätzchen nicht aufgehört hat, mich anzubellen, als ich die Cranberry-Kekse gemacht habe. Aber als ich versucht habe, es aus seinem Blickwinkel zu sehen, habe ich verstanden, dass er dachte, die Cranberry sei sein roter Ball. Und ich sollte mit ihm Fangen spielen. Und? Betrachte diesen Baum aus der Perspektive der Streifenhörnchen. Was so aussieht, als ob sie Essen klauen, ist eigentlich nur ihr Versuch, während des Winters nicht zu verhungern. Was also für uns so aussieht wie ein großer Haufen Müll, ist eigentlich ihr Bett, oder? Genau, du hast es erraten. Also, haben wir die ganze Zeit versucht, sie aus ihrem Haus zu jagen? Ich befürchte ja, Pfläumeli. Och, jetzt fühle ich mich ganz furchtbar. Kommt, Mädels. Wir nehmen lieber unsere Sachen und gehen nach Hause. Aber wo machen wir dann unseren Glimmerbeerenball? Ich denke, ich habe eine Idee. Passt auf, wir könnten doch dann, okay, das machen wir. Hey, ihr kleinen Kerle, können wir kurz mit euch reden? Nur reden. Wir tun euch auch nichts. Das tut mir so leid, dass wir euer Winterquartier wegnehmen wollten. Wir möchten unseren Glimmerbeerenball gerne in einen Winterschlafball verwandeln. Wäre das für euch in Ordnung? Jeder von uns bringt Spenden mit zu der Party nachher, damit ihr genug Essen für den langen Winter habt. Wo gehen Sie denn jetzt schon wieder hin? Ja! Pause ohne Stopp. Und fällst du hin, dann stehst du wieder auf. Du machst das Beste draus, vergisst den Rest, das zahlt sich aus. Wir sind die Champions für diesen Lauf hier genau. Zeigen wir es allen in der Welt, wie hell wir scheinen. Frag nicht, sag nicht, sag niemals nie. Dein Gib nicht auf und leb deinen Traum. Um zu wissen, dass eins sicher ist, gibt niemals, jemals, niemals, jemals einen Traum auf, an den du glaubst. Das war wirklich der beste Ball, den es je gab. Es gab keinen besseren.
Ich finde, den Streifenhörnchen zu helfen hat viel mehr Spaß gemacht, als nur einen Glimmerbärenball zu veranstalten. Das finde ich auch. Das hat es zu etwas Besonderem gemacht. Das ist fast wie Emilys geheime Punschzutat. Liebe Wünsche? Ja. Das Fest war etwas ganz Besonderes, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, wie die Streifenhörnchen ihr Quartier und ihr Futter für den Winterschlaf genießen werden. Glaubst du also, sie hatten Spaß auf dem Fest? Ich glaube, das sagt alles. Süße Träume. Wir sehen uns im Frühling wieder. Wir sollten morgen mit den anderen nochmal ein Picknick machen. Ja, es ist so friedlich, so ruhig, so... Ah! Eklig! Oh, Angela, was ist passiert? Irgendwas hat meinen Fuß berührt, ein Aal oder ein Seeungeheuer. Vielleicht war es auch nur eine Wasserpflanze. Oh, sieh doch mal! Was ist denn? Ein kleiner Fisch. Er sieht ja ganz niedlich aus. Nur niedlich? Sind das nicht die niedlichsten, knuffigsten und knuddeligsten Bäckchen, die du je gesehen hast? Hallo, kleiner Kerl. Du Süßer. Hallo, du. Hab keine Angst. Bist du ganz allein? Du bist doch noch viel zu klein, um ganz allein zu sein. Oh, armes kleines Kerlchen. Weißt du, ich bin mir sicher, ihm geht's gut und... was tust du da? Ich nehme ihn mit nach Hause. Aber... Jemand muss sich doch um ihn kümmern. Armes Kerlchen. Ganz allein auf der großen Welt. Komm her, kleiner Schatz. Orangella, warte kurz. Komm her, mein Kleiner. Was hast du denn? Du kannst mir vertrauen. Ja. Ich tu dir nichts. Oh, Angela, hör mir mal kurz zu, ja? Ich hör dir zu, aber er kommt mir, wenn ich nicht aufpasse. Hey, das kitzelt! Ich finde nur, du solltest eins bedenken. Er ist zwar jetzt noch klein und niedlich, aber er wird größer werden. Und dann wird es schwieriger sein, für ihn zu sorgen. Du hast sicher recht, Emily. Aber du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Ich meine, jemand muss sich doch um ihn kümmern. Hey, wo ist er denn? Oh, siehst du das? Er will mit mir mitgehen. Ich glaube, ich nenne dich... Flops. Flops? Er sieht doch aus wie ein Flops. Er sieht nach Ärger aus, so niedlich er auch ist. Aber das ist deine Entscheidung. Ach komm schon, Emily, vertraust du mir denn gar nicht? Doch, natürlich, aber... Also, ich werde es dir beweisen. Ich werde mich besser um diesen Fisch kümmern, als ich jemals zuvor um einen Fisch gekümmert wurde. Ich werde dich füttern und dir jede Nacht etwas vorlesen. Oh, ich kann's kaum erwarten, dir meine Lieblingsgeschichten vorzulesen. Und ich werde dir ein wunderschönes Zuhause geben, wo es sicher und warm ist. Ich meine kühl. Warte ab, bis du es siehst. Du wirst es dort lieben. Wie heißt er denn? Er heißt Steven. Ist das nicht der niedlichste Name für einen Fisch, den du jemals gehört hast? Steven? Wo ist er denn, Orangella? Oh, sieh nur, der ist ja super süß. Hallo, Zitronella. Hallo, Pfleumeli. Hallo, Himbeertörtchen. Hallo, Zitronella. Oh, was für ein süßer Kerl. Wo ist dein Fisch? Nenn ihn doch Fisch oder Fisch. Oder Wisch. Er heißt Tom. Sein Name war doch Steven. Süß ohne dies. Und kein bisschen fies. Und seht mal, was ich ihm beigebracht habe. Thank you.
Tom, du bist ja aus 5 Aquarien rausgewachsen in nur 2 Tagen. Hier, bitteschön, für dich. Du bist ein braver Junge. Falls dir das nicht gefällt, Emily, ich habe ja auch welche mit Bildern. Oh, ich finde die mit Bildern wirklich noch besser. Bunny? Oh, hallo, Emily. Hast du Bunny gesehen? Hier bin ich. Das ist ein Notfall. Tom ist krank. Ich brauche Bücher über Fischpflege, Fischkrankheiten, Fischheilung, Fischmedizin. Oh nein, was hat er denn? Kannst du mir bitte die Symptome nennen? Also, er hat Auswüchse. Oh, Tom, es tut mir so leid. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich habe versucht, ihm alles zu bieten, was ein Fisch braucht. Ja, das weiß ich. Alles, was ein Fisch will. Ja, das hast du. Alles, was ein Fisch... Er ist kein Fisch. Er ist eine Kaulquappe. Eine Kaulquappe? Was ist das denn? Das ist ein Baby. Frosch. Tom ist ein Fisch. Nein, er ist ein Frosch. Tom ist ein Frosch? Das wird er jedenfalls mal sein. Bald. Ihm werden Arme und Beine wachsen und dann verliert er seinen Schwanz. Dieser Vorgang heißt Metamorphose. Also, Das heißt, dass er zumindest nicht krank ist. Aber unter diesen Umständen wäre es wohl besser, ihn zurück zum Fluss zu bringen. Was? Das kann ich doch nicht machen. Ich habe doch versprochen, mich um ihn zu kümmern. Aber da hast du noch geglaubt, er sei ein Fisch? Es ist so, naja, ist ein Frosch nicht mehr, als du eigentlich dachtest? Aber ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen, nur weil er sich verwandelt hat. Till kann doch nichts dafür, dass er ein Frosch ist. Okay, bist du bereit? Und hopp. Puh, also, das ist die Vorderseite. Die Vorderseite wovon, Himbeertörtchen? Oh, ich hab sie noch nicht gezeigt. Du hast es nicht gesehen. Na, dann sieh mal. Hier, sieh mal. Das ist großartig. Ich weiß, du bist sprachlos. Was? Fabelhaft? Vielleicht enorm? Beeindruckend? Innovativ? Weißt du, Orangella hat mich zu ihrer Modedesignerin ernannt. Ich soll für sie und Till Mode entwerfen. Nächste Woche will sie mit ihm bei einem Dressur- und Springturnier mitmachen, bei dem beide Himbeertörtchens fröhliche Froschfummel tragen werden. Orangella meint, das wäre großartige Werbung für mich. Und weißt du was? Ich werde vielleicht, also eventuell, könnte ich schon im nächsten Herbst meine eigene Haustierkleidungskollektion in die Läden bringen. Ist das nicht wunderbar? Aha. Haltet doch mal still. Ich kann die Schleife nicht festbinden. Oh, benimm dich. Nein, wir trinken das Shampoo nicht. Oh nein, bitte. Schnell, mach die Tür wieder zu. Er entwischt uns sonst. Orangella meint, ich sollte mich auf Haustierpflege spezialisieren. Das wäre ein super Geschäft. Und jetzt noch ein bisschen Eau de Toilette. Er riecht etwas streng. Okay, warte kurz. Oh nein, haltet ihn fest! Oh. Till! Es tut mir wirklich leid, Orangella. Er sah so bezaubernd aus und dann hat ihn irgendetwas erschreckt. Vielleicht mag er lieblichen Lavendel nicht so gern. Vielleicht ist ihm die Schleife zu mädchenhaft. Vielleicht gefällt ihm die Farbe nicht. Oder vielleicht tragen Frösche gar keine Schleifen. Hä? Orangella, nur so ein Gedanke. Ich glaube einfach nicht, dass Frösche gewaschen werden sollten oder angezogen. Vielleicht wäre es ja das Beste, ihn zurück in die Wildnis zu lassen. Da draußen? Ganz allein? Oh, nein, 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 nein. Bei mir geht's ihm viel besser. Komm mit, Till. Danke schön, Citronella. Ich bringe ihn morgen wieder zu dir. Ich werde mit ihm reden. Er wird sich viel besser benehmen. Das verspreche ich dir. Kann's kaum erwarten. Was ist das für ein Geräusch? Ich schwöre, es ist nicht mein Bauch. Natürlich nicht. Ich denke, ich habe da so eine Ahnung, was es sein könnte. Oh nein! Till bei seinem Nachtgequake. Wie sollen wir je wieder vernünftig schlafen?
Vielleicht ist dieses Quaken ja auch nur eine Phase, aus der er rauswächst. Das ist wahrscheinlich das Einzige, aus dem er nicht rauswächst. Wo ist Orangella? Sie schläft. Sie war so erschöpft, weil sie den ganzen Tag hinter Till hergerannt ist. Kommt, Mädels. Mal sehen, wie wir ihn zum Einschlafen bewegen können. Heiße Milch. Nein, das nicht. Eine Bettdecke. Quatsch, vergesst das. Ein Schlaflied. Warte, was war das letzte? Ein Schlaflied. Einem Frosch? Ein Schlaflied vorsingen. Finde ich gut. Das machen wir. Gute Idee. Schließ die Augen, kleiner Frosch. Bitte hör auf zu quaken, süße Träume, kleiner Frosch. Bitte schlaf doch endlich ein. Oh, wer? Was? Ist der? Psst! Lasst uns gehen. Bin in 5 Minuten wieder da? Das sind schon mehr als 5 Stunden. Ich frage mich, wo sie steckt. Ich brauche unbedingt Glühbirnen für meine Leselampen. Immer noch zu, hä? Gestern war der Laden auch schon geschlossen. Ich möchte so gern diese schöne Tulpe malen, aber ich habe keine Pinsel mehr. Tja, dann muss ich wohl stattdessen eine Skulptur von der Tulpe machen. Ich wünschte, du könntest mir eine Skulptur von einer Glühbirne machen. Passt auf, dass diese Seite flach genug bleibt, damit Till leicht raushüpfen kann. Ich möchte nicht, dass er sich wehtut, weil er zu hoch hüpfen muss. Orangella, was macht ihr denn hier? Wir bauen einen Swimmingpool für Till. Ist das nicht einfach toll? Orangella hat mir gesagt, dass ich ihn benutzen darf, um Wasserballett zu unterrichten, wenn ich ihr helfe. Tja, ich muss wirklich zugeben, für Till tust du echt dein Bestes. Naja, er soll es ja gut haben. Und als Froschmädchen nach Hause kam, entdeckte sie, dass die Kätzchen all ihre Wollknäuel durcheinander gebracht hatten. Oh, entschuldigt mich kurz. Emilys Café, ich hoffe, Sie haben einen bärig schönen Tag. Hier spricht Emily. Oh, was? Natürlich, sofort, Prinzessin Bärchen. Ich habe nur kurz weggesehen. Und dann ist das geschehen. Unser Bärensaft ist ruiniert und ich bin frustriert. Ich bin untröstlich, Prinzessin. Ich werde mit Orangella sprechen. Vielen Dank, Emily. Und den linken Arm anmutig nach oben heben. Bitte, ihr Lieben, das hier ist Wasserballett und nicht Holzhacken. Und jetzt alle noch einmal mit Grazie und Anmut. Bitte hebt euren... Meine Güte, ist alles in Ordnung? Hier drüben ist alles okay. Ja, denke schon. Ja! Och, Emily. Orangella hat mir versprochen, dass ich den Pool nutzen darf. Aber Till stört jede einzelne meiner Unterrichtsstunden. Ich werde mit dir reden. Versprochen. Oh, Emily, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Ich kann dir gar nicht sagen, was es ist. Was denn, Himbeertörtchen? Was ist denn passiert? Ich bin so sauer. Ja, das sehe ich. Aber wieso denn? Meine ganze Arbeit, all das Nähen und Flicken und... Deine fröhliche Froschmode? Lass mich raten, Till mochte sie nicht besonders. Nein, im Gegenteil, er hatte sie zum Fressen gern. Ach, herrje. Und Orangella hat nur gesagt, er sei ein Frosch und er könne ja überhaupt nichts dafür. Das klingt gar nicht nach unserer Orangella. Nein, das klingt nach einer Orangella, der ihr Haustier wichtiger geworden ist als gutes Benehmen. Ich rede mit ihr. Emily! Orangella, was ist denn passiert? Till ist... Er ist verschwunden.
Mach dir keine Sorgen. Alle unsere Freunde suchen ihn. Die Bärchen werden ihn sicher bald finden. Er kann noch nicht so weit sein. Ich habe doch alles getan für ihn, was ich konnte. Ich habe ihn gekühlt, wenn ihm warm war. Und gewärmt, wenn ihm kalt war. Ich habe ihn gebadet, für ihn gesorgt, ihm vorgelesen. Ich habe alles für ihn getan und jetzt ist er weggelaufen. Hä? Orangella, dein Haustier ist wieder da. Er ist doch da oben, er ist wieder da. Er ist zurück. Till, was machst du denn da oben? Komm hier runter, auf der Stelle. Ich glaube, jetzt schläft er. Ich werde ihn aufwecken. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Hallo? Wach auf, Fröschelein. Hilfe! Oh je. Los, alle hinterher! Uns mal unterhalten. Orangella, wir kennen dich alle als immer freundlich und aufopferungsvoll. Aber ich denke, du hast dir so viel Mühe mit Till gegeben, dass du uns dabei völlig vergessen hast. Aber ihr seid doch meine Freunde. Meine bärig besten Freunde. Ich könnte euch niemals vergessen. Was ich damit sagen will, Till hat hier ganz schön für Wirbel gesorgt. Aber er kann doch nichts dafür. Ganz genau. Ich finde, wenn man die Verantwortung für ein Haustier übernimmt, sollte man auch für alles, was es anstellt, die Verantwortung übernehmen. Denn Haustiere können wirklich nichts dafür. Ich weiß. Ich muss mir noch viel mehr Mühe geben, auf Till aufzupassen. Ich mache aber schon alles, was ich kann. Und mehr geht nicht. Tja, vielleicht ist ja die beste Art, für Till zu sorgen, naja, gar nicht für ihn zu sorgen. Wie meinst du das? Orangella, ich glaube nicht, dass Till hierher gehört. Oh, Emily, bitte gib mir noch eine Chance. Ich verspreche dir, dass er nie wieder irgendjemandem in Bitzibärchenhausen Ärger machen wird. Aber wie? Du wirst schon sehen, ich werde ihn trainieren. Du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Und ich weiß, dass ich das kann. Ich bin mir meiner Verantwortung Till gegenüber voll bewusst. Nun ja. Wow, hier war sie noch nie so hübsch und ordentlich, Orangella. Ich wollte dir einen Gefallen tun, weil Till deine schöne Mode aufgefuttert hat. Vielen, vielen Dank. Wirklich, er gehört ganz allein mir? Ich verspreche dir, dass Till deine Unterrichtsstunden nie wieder stören wird. Dankeschön, Orangella. Ich hoffe, ihr werdet meine Entschuldigungen akzeptieren. Wie wäre es mit ein paar Runden Vorschreiten? Oh, nun ja. Dir macht das nicht so viel Spaß, oder, mein Großer? Ja. Oh, hallo, Emily. Hallo, Orangella. Ich wollte dir sagen, dass sich alle total darüber gefreut haben, dass du Tills Durcheinander wieder gut gemacht hast. Alles ist wieder gut in Bitzibärchenhausen. Oh, das ist toll. Ich weiß, dass es sehr schwer für dich war. Aber ich weiß, wenn es das Richtige für Till ist, könntest du noch viel schwierigere Dinge tun. Natürlich! Ich würde alles für ihn tun. Was ist es denn, was noch schwieriger ist als alles, was ich bisher für ihn getan habe? Ich meine, das waren schon ziemlich schwierige Dinge. Was ist noch schwieriger? Ihn gehen zu lassen. Oh, Emily. Manchmal ist das bärig Größte, was wir tun müssen, das, was uns nie einfallen würde.
Wir sind da. Glaubst du, dass er denken wird, dass ich ihn nicht mehr lieb habe? Oh, ich habe Angst, dass er mir das nie verzeihen wird. Oh, Till, ich weiß, das ist schwer. Versuche, stark zu sein. Er hat noch nicht mal auf Wiedersehen gesagt. Aber hast du gesehen, wie glücklich er ist? Ja, du hast recht. Er ist nicht nur glücklich, er wirkt sogar glücklicher als je zuvor. Oh, und das macht mich auch glücklich. Was hältst du von einem Picknick? Ich denke, das ist eine großartige Idee.